Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Milanista und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Ja, Freunde, einfach mal verkackt beim Tabellenletzten, also wirklich sehr, sehr bitter und ich könnte wirklich kotzen über diesen ja, verlorenen 2 Punkte, weil ja, es war ein Spiel, was wir gewinnen mussten und klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es sind noch genug Spiele, wir können immer noch Europa erreichen, aber Freunde, das war einfach eine Pflichtaufgabe und angesichts der Gegner, die noch vor uns sind, ne, war das halt so ein Spiel, wo du einfach die 3 Punkte holen musstest und speziell auch sind wir ja auch darauf angewiesen, dass unsere Konkurrenz auch irgendwann mal patzt, ne? Aber die machen nicht den Anschein, dass sie patzen werden, weil sie einfach konstanter sind wie wir, ne? Und wenn wir noch nicht mal schaffen, gegen die Schießbude der Liga, gegen den Tabellenletzten, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, das Spiel für uns zu entscheiden, dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann sind wir anscheinend nicht gut genug für Europa, ne? Das muss man leider klipp und klar so sagen. Wir haben es nicht verstanden, mehr wie ein Tor zu schießen. Wir hatten nicht die richtig großen Torchancen gehabt in dem Spiel. Wir hatten zwar in dem Spiel an Torschüssen 26 zu 8, aber es waren alles so Torschüsse, die, wo du sagst, ja, es waren keine richtigen 100%igen dabei. Wo mal einer am 1 gegen 1 auf den Tormann zu rennt. Immer war noch 2, 3 Spieler dazwischen. Es waren viele Schüsse außerhalb des 16ers, die nicht reingegangen sind. Ja, und ich weiß es nicht. Irgendwie hat gegen Pescara einfach auch an Kreativität aus dem Mittelfeld gefehlt. Wir hatten einfach zu wenig Situationen, wo ein Carlos Bacca oder ein Lapadula mal richtig hätte davon profitieren können, ne? Von guten Pässen in die Spitze. Und ja, das war einfach auch ein Problem. Und dann kam noch hinzu schlechte Einwechslungen von einem Montella, der, weiß ich nicht, bei einem Stand von 1-1, wo du eigentlich eher mit 2 Stürmern auflaufen müsstest, ne? Also er wechselt einen Bakker aus, der bis dahin gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat, ne? Also wir haben schon wesentlich schlechtere Spiele von einem Bakker gesehen, wo er dann aber 90 Minuten durchgespielt hat, ne? Und dann wechselt er den Bakker schon nach 58 Minuten aus, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, krass, ne? Statt den vielleicht erstmal auf dem Platz zu lassen, zu gucken, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Aber nein, er holt den Bakker schon mal komplett raus, ne? So hast du dann auch schon keine Option, noch einen zweiten Mittelstürmer zu bringen, ne? Weil der schon relativ früh die Auswechslung war. So, und dann geht er hin und wechselt einen Kutschke ein. Wo ich mir denke, Alter, warum wechselst du defensiv? Bei einem 1-1, der Kutschke ist ja nicht der Kreativste oder der geile Spielmacher oder sonst was. Wir brauchten offensive Leute auf dem Platz, ne? Und er wechselt einen Kutschke ein. Also ich verstehe Montella wirklich von vorne bis hinten nicht, ne? Auch bei der Aufstellung, dass er einen Pašalić jetzt reingeholt hat. Pašalić hat vielleicht ein Tor gemacht, Freunde, aber ich lasse mich davon nicht blenden, ne? Und Pašalić hat in dem Spiel keinen einzigen Schlüsselpass wieder mal gespielt. Und das ist genau das, was ich dem vorwerfe. Der ist nicht kreativ genug für die 8. Das ist leider so. Auch wenn er ein Tor gemacht hat, kam kreativitätsmäßig kam da zu wenig und die aussichtsreichen Situationen, die er hatte, hat er nicht gut gelöst, ne? Ich erinnere mich an so einen geilen Pass von Ocampos in die Spitze, wo ein Pašalić 1 gegen 1 gehen musste und dann verliert er aber diesen Zweikampf, ne? Und dann war die Situation wieder gegessen. Da hätte viel mehr bei rauskommen können. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, du hast dann einen Locatelli, der momentan im Aufwind ist, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und ja, meiner Meinung nach hätte er vielleicht mal Locatelli auf die 6 stellen können und dann einen Sosa aufstellen können auf der 8. Dann hast du einen Mati Fernandes, der sehr kreativ ist und einen Sosa, der sehr kreativ ist auf der 8. Und einen Locatelli, der momentan in einer guten Form ist auf der 6. So, kannst du gegen ein Pescara, was die Schießbude der Liga ist, kannst du mal ausprobieren. Gegen welchen Gegner denn sonst, außer Pescara? Aber er entscheidet sich für einen Pašalić, ne? Ja, also, weiß ich nicht. Dass er, wie heißt es,
Calabria reingeholt hat, fand ich gut. Ne? Mir ist das egal, ob ein De Chiri oder ein Calabria auf rechts spielt. Mir ist nur wichtig, dass der Abate da nicht spielt, weil Calabria ist auch ein sehr junger Spieler, sehr viel Potenzial hat und der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Ja, ansonsten muss man halt auch sagen, natürlich kam auch noch eine Menge Pech dazu. Ne? Patzer von Donnarumma kann halt mal passieren. Auch er macht Fehler, auch er ist nur ein Mensch und von daher nehme ich ihm das jetzt nicht so übel. Aber ja, dann auch ja, dieser Kopfball von Romagnoli, der an den Pfosten geht. Ne? Die zwei Abschlüsse von Lapadula, ja, die dann noch geklärt werden. Also ja, war auch eine Menge Pech dabei. Aber trotz alledem ist es auch irgendwo Unvermögen und auch zu wenig Qualität einfach auch. Ne? Weil ja, das ist halt das Problem. Dadurch, dass mir dann 0-1 hinten war, hast du schon gemerkt, okay, das wird jetzt schwierig, ne? Weil wir sind halt kein Team, was mit 2-3 Toren Vorsprung gewinnt. Ne? Und dann war das schon absehbar, dass das ja wahrscheinlich nur ein Unentschieden wird und wir es nicht mehr schaffen, dieses Spiel zu gewinnen. Ne? Und dann auch einfach, ja, dass wir dann auch immer bis zur 80. chillen und dann in den letzten 10 Minuten erst anfangen, richtig Druck zu machen, ja, verstehe ich dann auch nicht. Ne? Hätte man vielleicht schon früher machen können. Auf jeden Fall, statistisch gesehen, waren wir definitiv die bessere Mannschaft. Wir hatten viel mehr Ballbesitz. Mit 64,9% zu 35,1% hatten wir viel mehr Ballbesitz. Wie gesagt, wir hatten 26 zu 8 Torschüsse. Wir hatten eine Passquote von 85%, was wirklich gut war. Dann haben wir 26 zu 19 Flanken geschlagen, was auch viel besser war. Und wir haben auch unsere Zweikämpfe gewonnen. Ne? Wir haben 84 Zweikämpfe gewonnen und Pescara nur 51. Und auch in den Luftduellen waren wir klar überlegen mit 18 gewonnenen zu 5 Luftduellen. Also ja, wir haben auch ein variables Offensivspiel gehabt. Wir sind viel über die Außen gekommen, aber auch durch die Mitte. Es war wirklich sehr variabel gewesen. Aber wie gesagt, es hat einfach dieser eine tödliche Pass gefehlt. Es haben zu wenig Schlüsselpässe einfach. Uns haben die ganzen Schlüsselpässe einfach auch gefehlt. Es kam einfach zu wenig aus dem Mittelfeld. Und Ocampos hatte auch nicht seinen besten Tag gehabt und ja, dann kommt alles zusammen. Dann kommt alles zusammen. Ne? Also im Großen und Ganzen, Freunde, meiner Meinung nach einfach zu wenig Qualität. Aber trotzdem, ja gut, trotzdem musst du es gewinnen gegen Pescara. Ne? Qualität hin oder her. Wenn du den Anspruch hast, um Europa zu spielen, musst du gewinnen. Mann, das ist echt zum Kotzen. Ist echt zum Kotzen. Ja, muss man einfach so sagen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, ne? Kann sein, dass ihr mich jetzt kritisiert, aber ich bin ehrlich zu euch, das ist meine Meinung. Ich verliere langsam wirklich die Geduld mit Montella. Ich ertrage den nicht mehr. Ich ertrage ihn nicht. Ich ertrage seine Personalentscheidung einfach nicht mehr. Ne? Ich komme da nicht drauf klar, wirklich. Ich komme auf seine Einwechslung nicht klar. Ich komme auf sein starres System nicht klar. Ja. Dann auch, wenn ein Spieler sich im Aufwind befindet, dann bricht er ihn wieder. Dann bricht er ihn wieder. Dann holt er ihn raus. Warum auch immer. Die Chili hat gut gespielt, zack, raus. Auch wenn Calabria jetzt gut war. Aber, ne, ihr wisst, ich meine, das hat er bei Lapadula vorher auch schon gemacht. Lapadula hat eine gute Phase gehabt, raus. Ne? Es ist immer dieselbe Scheiße mit dem Montella. Mangione hat eine gute Phase gehabt, zack, raus. Jetzt hat er wieder von Anfang an gespielt, aber trotzdem denken sich, ja, die sind doch alle total irritiert. Die sind total irritiert, weil Montella seine scheiß Personalentscheidung. Du blickst doch da nicht mehr durch, was der da abzieht. Oder gegen Genua machen wir einer unserer souveränsten Spiele und trotzdem baut er die Elf um. Weißt du, das ist doch scheiße. Da lass es doch einfach mal so stehen vielleicht. Damit die Leute mal wissen, wo sie dran sind. Du hast doch als Spieler gar kein Vertrauen mehr in den Trainer. Oder ein Bakker. Bakker hat mal ein gutes Spiel gemacht. Oder für seine Verhältnisse ein ordentliches Spiel gemacht. Zack, raus nach 58 Minuten. Wo ist denn da die Logik? Also ich verstehe ihn nicht. Wirklich, ich verstehe Montella von vorne bis hinten nicht mehr. Ich habe keinen Nerv mehr für den Typ. Das ist jetzt wirklich eine emotionale Meinung von mir, Freunde. Ich kann den Montella nicht mehr ertragen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin durch mit dem. Ich bin echt durch mit dem. Ich habe da keinen Nerv mehr. Ich bin wirklich ein toleranter Mensch, aber irgendwo hört der Scheiß da noch auf. Meine Fresse, ey. Ist der Typ nervig. Der ist echt nervig. So. Frust. Frust, purer Frust bei mir, wie ihr merkt. Mann, ey. Dieser Montella. Geht der mir auf den Sack? So, Freunde.
Ich würde sagen, wir gucken uns die Scheiße jetzt nochmal in Bildern an und ja, gehen das Ganze dann auch nochmal durch, ne, damit wir das auch mal durchhaben, Freunde. Und wir fangen an direkt mit einer Flanke vom Palette auf Bakka und der, ja, verzieht hier leider knapp vorbei vom Kolumbianer. Dann die nächste Szene. Paletta wird hier stark unter Druck gesetzt von Caprari, spielt den Ball zurück und Donnarumma passiert dieser Lapsus. Er kann den Ball vom Paletta nicht stoppen, der auch sicherlich hart gespielt war, aber trotz alledem, ja, das Ding geht auf Donnarummas Kappe. 1 zu 0 dann für die Gastgeber. Bittere Pille, die Donnarumma da schlucken muss. Dann die nächste Szene. Calabria legt ab für Sosa und der zieht ab mit einem strammen Schuss, aber leider zu mittig. Schusstechnik war super, aber zu mittig. Dann Calabria, der hier zunächst klärt und dann kommt Bahebek mit diesem Distanzschuss, aber schwach abgeschossen vom Franzosen. Dann Mati Fernandes mit dieser schönen Flanke. Ocampos mit dem Kopf, aber leider knapp vorbei am Gehäuse. Dann Deulofeu mit diesem schönen Run, schießt aus spitzem Winkel und dann schaut euch Bakka an. Bakka kämpft, er holt den Ball zurück und legt quasi vor für Pašalić, der den Ball mit einem schönen Drehschuss ins Tor hämmert. Gute Aktion von Bakka und auch von Pašalić. Dann Mati Fernandes auf Bakka. Bakka legt schön ab für Sosa und der schießt leider vorbei. Den kann man schon mal machen. Den kann man schon mal machen. Dann Freistoß für die Delfine und ja. Zum Glück knapp vorbei in dieser Situation. Und dann die nächste Szene. Lucas Ocampos mit dieser Flanke. Und dann, ja, knapp vorbei am Gehäuse. Und wieder die Delfine mit diesem tollen Steilpass. Und dann ist Paletta, der gut stellt. Und Ben Ali muss aus Spitzenwinkel draufhauen. Dann dieser Pass von Pašalić. Abgewehrt nach vorne. Und Lapadula zieht ab, aber auch zu mittig. Und die nächste Szene, Traumflanke von Calabria, toller Kopfball von Romagnoli, leider an den Pfosten. Also Pech kam dann auch noch dazu in dieser Szene. Aber was für eine Flanke von Calabria, Freunde. Ey, das war ja wohl richtig Sahne vom jungen Italiener. Also das sah schon richtig gut aus, muss man wirklich sagen. Aber ja, im Großen und Ganzen war es zu wenig, Freunde. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den Noten und durchleuchten jetzt jeden einzelnen Spieler. Und zwar fangen wir an mit Ciccio Donnarumma. Ja, bei Donnarumma muss man sagen, er hatte halt diese eine Szene, wo er verkackt hat. Ein paar von euch haben geschrieben in den Foren so, dass ja, Palettas Ball auch ziemlich beschissen zurückgespielt wurde. Aber ja. Mag ja sein, da war schon Druck dahinter und er kam auch halb hoch, aber trotzdem musst du den haben im Profifußball, da gibt es keine Ausreden. Also ein Paletta jetzt einen Vorwurf zu machen, finde ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen überzogen. Ne? Das Ding geht schon auf Donnarumma seine Kappe. Ja, aber ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Ne? Er hatte drei gehaltene Bälle, also das, was aufs Tor kam, hat er gehalten. Er hatte eine Passquote von 88%. 4 von 7 langen Bällen kamen an bei ihm und ja, deswegen gebe ich dem eine 4 und keine 5. Na, ansonsten war es okay von Donnarumma. So, und jetzt kommen wir zu einer erfreulichen Sache, Freunde, und zwar Davide Calabria. Ne? Calabria hat ein Bombenspiel gemacht. Ne? Der Typ hatte eine Passquote von 77%, was noch solide ist. Dann hat er 6 Flanken geschlagen und es kamen echt viele von ihm sehr gefährlich mit viel Effet in den 16er rein. Also wirklich, das ist die Qualität, die ich sehen will. Wenn wir über außen kommen, genauso solche Flügelverteidiger brauchen wir, ne? Die gut flanken können, wo es mal gefährlich wird, ne? Und Calabria hat das definitiv gemacht. Dann hat der Typ einfach noch 3 Schlüsselpässe gespielt, was auch ein überragender Wert ist und das noch als Flügelverteidiger, ne? Dann jetzt pass auf die Zweikampfquote von ihm. Überragend. Er hat 13 von 16 Zweikämpfen gewonnen. Das ist ein wahnsinniger Wert. Ne, er hatte auch die meisten Zweikämpfe auf dem Platz und er hat ja auch die meisten gewonnen. Also Wahnsinn. Er hat 2 Dribblings gehabt, die hat er beide gewonnen und hat von 9 versuchten Balleroberungen hat er 6 zurückerobert. Also wahnsinnige Werte von Calabria, bombenmäßig, er kriegt von mir eine 1-, und das auch nur, weil er 8 lange Bälle gespielt hat und nur einer davon ankam, ne? Was seine Passquote auch so ein bisschen runtergezogen hat mit 77%. Aber ansonsten war das von Calabria ein sehr guter Auftritt, Freunde. Wirklich, ich bin begeistert von ihm. Dann kommen wir zu Gabriel Paletta.
Wie gesagt, Paletta, sein Rückpass war ein bisschen, ja, war schon ziemlich viel Druck dabei, aber kein Vorwurf. Dann Passquote von ihm 88%. Von 13 langen Bällen kamen diesmal nur 5 an, also da war er schon besser. Nichtsdestotrotz hat er zwei Schlüsselpässe gespielt, ne? Zum einen die Flanke auf Bakker, die ihr eben gesehen habt. Dann hat er, jetzt passt auf, die Zweikampfquote auch überragend von Paletta. Er hatte 9 Zweikämpfe, hat 8 gewonnen. Wahnsinn. Dann hat er 5 Bälle geklärt im 16er, auch super Wert. Er hat 3 von 3 Balleroberungen gehabt. Er hat alle seine Luftduelle gewonnen, nämlich 5 an der Zahl, und hat einen Ball abgefangen. Also, ja, du kannst Paletta da keinen großen Vorwurf machen. Er hat seine Aufgaben erledigt, ne? Kriegt von mir nur 2. So. Und die 2 auch nur wegen dem druckvollen Rückpass. Also, ich gebe ihm da nur minimalen Abzug für, ne? Sonst hätte ich einen 2 plus gegeben, ne? Aber dieser druckvolle Rückpass, minimaler Abzug, und auch, dass seine langen Bälle, dass weniger als die Hälfte ankam, auch minimaler Abzug. Aber ansonsten, defensiv hat er alles rasiert. Und auch Alessio Romagnoli, Freunde. Romagnoli hatte die beste Passquote auf dem Platz mit 96%. Er hat einen Kopfball in den Pfosten geköpft. Dann hatte er von 8 langen Bällen, hat er 7 ins Ziel gebracht. Auch toller Wert. Zweikampfquote, 7 Zweikämpfe, 6 gewonnen, auch klasse. Dann hatte er den nächsten Topwert auf dem Platz mit 7 Bällen, die er geklärt hat, auch Topwert. In den Luftduellen hat er 5 Stück, hat 4 gewonnen, auch ein guter Wert, und hat 3 Bälle abgefangen. Also Romagnoli auch starkes Spiel gemacht, kriegt von mir eine 2 plus. Dann kommen wir zu Lionel Vangioni. Vangioni muss man halt sagen, war jetzt nicht so sein Tag gewesen. Passquote war okay mit 80%, aber auch hier von seinen langen Bällen kamen nur 3 von 8 an. Flanke hat er nur eine geschlagen während dem Spiel, also offensiv war es ein bisschen mager. Zweikampfquote war auch nicht berauschend, er hatte 9 Zweikämpfe und hat nur 4 gewonnen davon, ne? Das ist natürlich zu wenig. Zwei Bälle konnte er klären, aber er hatte auch 2 Ballverluste und hat keins seiner Luftduelle gewonnen, nämlich 2 Stück hatte er. Ja, und hat 2 Bälle abgefangen. Also im Großen und Ganzen war es sehr durchwachsen, und er bekommt von mir nur eine 4. So, dann kommen wir zu José Sosa. Bei José Sosa, muss man sagen, hatte er eine gute Passquote mit 79%. Er hatte, ja, er hatte 2 gefälschte Torschüsse, aber man kann schon sagen, eingehend machen können, ne? Also gerade das Ding, was Bakker ihm ablegt, hätte er schon machen können, muss man wirklich sagen. Dann hat er 6 Flanken geschlagen, was auch ein guter Wert ist. Von seinen langen Bällen kamen nur 50% an, das war jetzt auch nicht so berauschend. Aber er hat einen Schlüsselpass gespielt. Dann, ja, Zweikampfquote, die war überragend bei Sosa für einen Regista. Er hatte 15 Zweikämpfe und hat 11 gewonnen. Das ist okay, das ist völlig okay, wirklich ein guter Wert. Er hat einen Ball geklärt, hat alle seine Dribblings gewonnen, nämlich 4 Stück, das ist auch ein toller Wert. Und ja, Balleroberung hat er nur einen von 3 möglichen. Aber trotzdem, also defensiv finde ich, hat er seine Hausaufgaben definitiv erledigt. Offensiv, ja, hätte er etwas besser sein können, aber er kriegt von mir noch eine 2 minus. Es war im Großen und Ganzen trotzdem ein guter Auftritt von José Sosa. Ja, dann kommen wir zu unserem Freund Mario Paschalic. Paschalic, da scheiden sich die Geister. Er hatte Passquote von 46%, was noch solide ist. Er hat ein Tor erzielt mit einem sehenswerten Drehschuss. Ja, dann hatte er 2 versuchte lange Bälle, keiner davon kam an. Er hat nicht einen einzigen Schlüsselpass gespielt. Und das ist halt das, was ich meine, ne? Es ist zu wenig Kreativität für einen Achter. Da muss einfach auch mal ein Schlüsselpass kommen, ne? Und er kam mal wieder nicht von Paschalic. Zweikampfquote war noch okay. Er hatte 10 Zweikämpfe, hat 6 gewonnen. Das ist okay, mehr erwarte ich nicht von dem Metzeler. Ist okay. Dann 2 Bälle geklärt. Er hatte 2 Dribblings, eins hat er gewonnen davon, und er hat alle seine Luftduelle gewonnen. Das ist okay. Aber wie gesagt, ich erwarte einfach mehr vom Paschalic, ne? Also ich erwarte mehr von einem Achter. Und im Großen und Ganzen, auch wenn er ein Tor gemacht hat, war mir das zu wenig. Deswegen kriegt er von mir keine 2 mehr und nur eine 3 plus. So, dann kommen wir zu Marty Fernandes. Marty Fernandes hatte eine gute Passquote mit 86%. Er hatte einen tödlichen Pass. Er hat 2 lange Bälle gespielt. Einer davon kam ins Ziel. Zweikampfquote war auch bei Marty Fernandes gut, genauso wie bei José Sosa. Er hat 11 Zweikämpfe gehabt und 8 gewonnen. Ey, das ist ein toller Wert für einen Metzeler, wirklich. Also defensiv Marty Fernandes auch toll gegen den Ball gearbeitet. Er hatte 2 Dribblings, hat nur 1 gewonnen, aber er hatte auch viele Situationen, wo er schon vorbei war, aber gefoult wurde. Er wurde 4-mal gefoult, und das wären alles erfolgreiche Dribblings gewesen. Aber wie gesagt, der Gegner hat ihn mit unfairen Mitteln dann gestoppt.
Und deswegen hat ihm das auch so ein bisschen seine Dribbelstatistik versaut. Und ja, von 3 versuchten Balleroberungen hat er 2 erobert. Und ja, im Großen und Ganzen war es auch von Martin Fernandes eine gute Partie und kriegt von mir eine 2-. Dann kommen wir zu Gerard Deulofeu. Deulofeu hatte eine überragende Passquote mit 94%. Freunde, was für ein Flügelstürmer wirklich stark ist. Er hatte 2 Torschüsse, was auch okay ist. 6 Flanken hat er geschlagen, also er wirklich ein Unruheherd. Das ganze Spiel über hat er wirklich Wind gemacht. Er hat 4 Schlüsselpässe gespielt, Freunde. 4 Stück, überragender Wert. Dann seine Zweikampfquote. Er hat ca. 50% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ist für einen Flügelstürmer okay. Bei den Dribblings, ja, da hätte er mehr gewinnen können. Er hatte 11 Dribblings, ja, und hat nur 6 gewonnen. Also da, ja, kann man ihn schon so ein bisschen Vorwurf machen, aber. Er wurde auch oft gefoult, muss man auch sagen. Er wurde 4-mal gefoult, hat ihm auch so ein bisschen die Dribbelstatistik versaut. Und man muss sagen, was mir nicht so gut gefallen hat bei Diolofé, ist einfach, er lässt sich sehr schnell fallen. Er muss lernen, etwas robuster zu werden in den Dribblings. Auch mal versuchen, auf den Beinen zu bleiben und bis zum Letzten zu kämpfen, weil in der Serie A kriegst du sowas nicht gepfiffen. Ne? Und alle sagen immer, die Premier League wäre die härteste Liga, ist aber nicht so. Das ist die Serie A. In der Serie A wird viel weniger gepfiffen. Und man sieht ja, an Deulofeu lässt sich immer wieder fallen, weil er dann aus der Premier League gewohnt ist, dann gepfiffen bekommt. Aber in Italien kriegst du das nicht gepfiffen. Und da muss er lernen, noch standhafter zu werden. Ne? Aber ja, trotzdem gutes Spiel. Er hatte 2 von 2 erfolgreichen Balleroberungen. Und ja, das einzige Negative, was man ihm noch anhaften kann, ist, dass er 4 Ballverluste hat. Ne? Also, ja, da muss man schon sagen, in der Häufigkeit darf ihm das nicht passieren. Aber im Großen und Ganzen kriegt der Junge von mir eine 2. Es war eine gute Partie von ihm. Ja, und jetzt kommt ein Problemfall, Freunde. Lucas Ocampos. Also, da habe ich mir wirklich schwer getan, dem eine Note zu geben. Er hatte eine Passquote von 78%. Aber, ja, man muss auch sagen, er war kaum im Spiel. Er hatte. In der ganzen Spielzeit, wo er auf dem Platz war, nur 18 Pässe. Also, das war echt schon wenig. Also, der war gar nicht so richtig im Spiel, ne? Also, er wurde nicht so richtig mit eingebunden, ne? Er hat nur 2 Flanken geschlagen, aber eine kam davon sehr gefährlich. Ja, dann hat er einen langen Ball, den er gespielt hat, der kam auch an. Er hat einen Schlüsselpass gespielt, das ist auch okay. Zweikampfquote, ja, 15 Zweikämpfe hat er, 8 hat er gewonnen, was für ein Flügelstürmer wirklich okay ist. Er hatte 4 Dribblings, hat 3 gewonnen, ist auch ein guter Wert. Aber das Negative, 4 Ballverluste. Ne? 4 Ballverluste ist natürlich auch zu wenig. Von seinen Luftduellen, von 3 Stück hat er 2 gewonnen. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich ihm geben soll, Freunde. Haut mir mal bitte in die Kommentare, welche Note ihr Lucas Ocampos gegeben hättet, weil ich tendiere da schon eher zur 3. Ne? Letzten Endes kam da auch zu wenig von Ocampos. Und trotz alledem habe ich mir da sehr schwer getan. Haut mir mal in die Kommentare, welche Note ihr ihm gegeben hättet. So, dann kommen wir zu Carlos Bacca, Freunde. Ja, Carlos Bacca, Freunde. Also, ich muss sagen, ich fand den nicht schlecht. Ich fand Bacca nicht schlecht. Wirklich. Also, ich habe da schon viel schlechtere Spiele von dem gesehen. Der Typ hatte eine Vorlage. Er hat das Tor von Pašalić vorbereitet mit tollen Nachsätzen und auch er hat das Tor eingeleitet, ne? Kommt ja noch dazu. Der Typ hat im Mittelfeld den Ball behauptet und hat sich um seinen Gegenspieler gedreht, was man von dem Bakker ja sehr selten sieht, ne? Also, ich war wirklich überrascht. Dann hatte er einen gefährlichen Torschuss, der leider nicht reinging. Passquote vom Bakker war 100%, Freunde. Ne? Es waren 10 Pässe, die kamen alle 10 an. Und dafür, dass er nur 60 Minuten auf dem Platz war, ist das okay. Ne? So, dann hat er noch 3 Schlüsselpässe gespielt. Ah ja, was willst du denn mehr? Ey, was willst du denn mehr? Da reicht doch. Der hat doch seine Hausaufgaben gemacht. Aber zack, 58. Minute wird er ausgewechselt. Ne? Also, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich dann mal mehr umgestellt. Hätten 4-4-2 aufgestellt. Hätte Lapadula zusätzlich gebracht. Dann hätte man mit 2 Stürmern gespielt, wenn der Bakker doch gerade gut drauf ist. Aber er holt ihn raus. Er holt ihn raus. Das ist das, was ich meine bei Montella. Ich blick bei dem Typ nicht durch. Und der Bakker, der wird sich auch gedacht haben bei seiner Auswechslung. Okay, warum holt er mich raus? Ach ja. So, seine Zweikampfquote war nicht gut. Er hat 0 von 6 Zweikämpfen gewonnen. Aber ja, als Mittelstürmer. Ja, ist ein scheiß Wert, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man ihn hätte auswechseln müssen. Ja, und von daher, ich verstehe die Auswechslung von Bakker nicht, wirklich. Also, ja, muss man einfach so sagen.
Baka kriegt von mir eine 3 Plus, Freunde. Haut mir bitte auch mal da in die Kommentare, was ihr ihm gegeben hättet. Weil das, vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen und vielleicht war ja die Auswechslung von ihm legitim. Haut mir mal eure Meinung in die Kommentare zu Baka, weil das ist für mich auch so ein Fall, wo ich einfach bei Montella nicht durchblicke. Ne? Vielleicht bin ich auch der Einzige, der dazu sieht. Haut mir das mal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. So, dann kommen wir zu Gianluca Lapadula. Lapadula hat in dem Spiel mit 71% eine ausbaufähige Passquote. Er hatte 2 Torschüsse, wo er schon einen hätte machen müssen. Muss man klar sagen. Einen muss er machen davon. Dann Zweikampfquote war okay mit 4 von 6 gewonnenen Zweikämpfen. Er hat 2 Bälle geklärt, hat kein Dribbling gewonnen, aber hat es auch nur einmal probiert. Er hatte einen Ballverlust, was nicht so schlimm ist. Und er hat seine Luftduelle gewonnen. Er hatte nur 1, aber das hat er gewonnen. Ne? Nichtsdestotrotz war es für mich aufgrund seiner vergebenen Torchancen und seiner Passquote, die ausbaufähig ist, eher eine schwach befriedigende bis ausreichende Leistung. Ne? Deswegen tendiere ich da auch so zwischen 3 Minus und 4 Plus bei Lapadula. Dann kommen wir zu Locatelli. Bei Locatelli, er war 20 Minuten auf dem Platz, aber in den 20 Minuten hat er gezeigt, dass er im Aufwind ist. Ne? Und das meine ich halt. Man hätte ihn ruhig von Anfang an spielen lassen können für einen Pašalić. Er hatte eine Passquote von 83%. Er hat 5 lange Bälle gespielt und alle 5 kamen an. Er hat einen Schlüsselpass gespielt. In den 20 Minuten, wo er auf dem Platz war, hat er schon einen Schlüsselpass gespielt, was ein Pašalić in seiner ganzen Spielzeit auf dem Platz nicht geschafft hat. Dann Zweikampfquote, hat er 5 Zweikämpfe, hat 3 davon gewonnen, ist okay. Dann hat er ein Dribbling, auch das hat er gewonnen. Er hatte eine versuchte Balleroberung, hat er auch gewonnen. Er hat einen Ball abgefangen und hat 50% seiner Luftduelle gewonnen, aber er hatte auch nur 2 Luftduelle. Aber im Großen und Ganzen war das eine gute Leistung von Locatelli, kriegt von mir auch eine 2. So. War's das? Kučka wurde eingewechselt, aber er hatte jetzt eine Passquote von 67%, was scheiße war, und Zweikampfquote. Er hatte 3 Zweikämpfe und hat nur 1 gewonnen davon. Also die Einwechslung war sowieso für einen Haufen. Ne? Also, warum der den Kučka da einwechselt, verstehe ich nicht in so einer Situation. Ne? Aber er hat sich auch selber seine Optionen beraubt. Er hat sich beraubt, indem er, den Baka schon so früh rausgeholt hat, sodass wir gar keine Option mehr hatten, mit 2 Mittelstürmern am Ende zu spielen und vielleicht noch Druck zu machen. Ja, völlig dumm. Völlig dumm. Boah, was fuck ich mich ab über diesen Montella. Leck mich am Arsch. So, Freunde. Ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche, positiv zu bleiben. Was ist positiv? Positiv ist, wir sollten uns einfach... Also, Europa ist für mich jetzt abgeschlossen. Aber was für mich positiv ist, wir sollten uns einfach an unseren jungen Talenten erfreuen, die wir haben mit Donnarumma, auch wenn er jetzt mal gepatzt hat. Mit einem Calabria, der enormes Potenzial hat, ne? Ein Romagnoli, der noch viel Potenzial vor sich hat. Dann ein Locatelli, der viel Potenzial vor sich hat. Und auch ein Suso, den wir auf jeden Fall haben, wahrscheinlich nächste Saison. Und ja, bei Deofeo muss man mal abwarten. Aber wir haben schon wirklich die Hälfte des Kaders, ist wirklich mit tollen, jungen Spielern aufgebaut. Und deswegen, das sind Sachen, woran ich mich sehr erfreue, wirklich. Also das sind Sachen, die mich glücklich machen, die mich erfreuen und die mir so Hoffnung geben in dieser schweren Zeit, die wir ja mittlerweile wirklich durchstehen müssen. Aber ja, ich denke, wenn man im Sommer da wirklich kluge Transfers tätigt, man braucht gar nicht so viel Geld auszugeben. Also es müssen wirklich nur 2-3 Topspieler da reingesetzt werden. Dann hat dieses Team ein ganz anderes Niveau und vielleicht auch mit einem neuen Trainer. Vielleicht auch mit einem neuen Trainer, weil ganz ehrlich, ich finde die Taktik okay, die Montella spielt, aber du musst auch ein bisschen flexibler sein, du musst auch mal den Gegner überraschen können, du musst auch mal taktisch reagieren können und auch deine Personalentscheidungen, die musst du wesentlich besser treffen. Also da managt Montella wirklich nicht gut. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler ein gutes Vertrauensverhältnis zu diesem Mann haben. Also beim besten Willen, da blickt ja der Zuschauer schon nicht durch. Wie soll es dir denn als Spieler da erst gehen? Ne? Das ist ja genauso eine Scheiße wie mit Inzaghi damals, wo ja der Van Ginkel letztens im Interview meinte, bei Inzaghi wusste kein einziger Spieler, wo er dran war. Der hat total paradoxe Entscheidungen getroffen. Und das merken die Spieler. Und das ist genau dieselbe Scheiße jetzt mit Montella. Der trifft genauso paradoxe Entscheidungen. Ne? Und du verwirrst doch den Spieler, du verwirrst ihn doch komplett damit. Ne? Und
Also ich weiß es nicht. Wenn Montella geht, ich hätte kein Problem damit, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte kein Problem damit. Soll er zu Juve gehen, wenn das die Gerüchte stimmt, weg, hau ab. Ich habe keinen Nerv mehr, wirklich. Also da gibt es in der Serie A wesentlich bessere Trainer. Also da würde ich Marco Giampaolo, würde ich zum Beispiel eher begrüßen. Giampaolo, das ist ein geiler Trainer, wirklich. Den könnte man auch mal überlegen zu holen oder. Ach, keine Ahnung, ich was ich wen, ne? Aber Freunde, wie gesagt, wir freuen uns einfach an den positiven Sachen, unsere jungen Talente. Mit wenigen guten Transfers kannst du den Kader auf ein neues Niveau packen. Und wenn wir nicht in die Euroleague kommen, finde ich es auch gar nicht so schlimm. Viele sagen, klar, du hast da ein Argument mehr auf dem Mercato, das stimmt. Aber Freunde, vergesst nicht, wo Chelsea herkommt und vergesst nicht, wo City herkommt. Die haben beide nicht europäisch gespielt, als sie übernommen worden sind. Da hat nur die Scheißkohle gezählt. Und im Gegensatz zu den beiden Vereinen hat Milan eine Menge Prestige. Ne? Und wenn ein Spieler hört, Milan hat ein millionenschweres Projekt, auch wenn sie momentan nicht international spielen, haben wir trotzdem noch unsere Anziehungskraft. Ne? Also ist meine Meinung. So, Freunde, damit soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, Freunde. Lasst euch nicht zu sehr runterziehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zur Match-Preview, Freunde. Haut rein, euer Mr. Milanista. Ciao.